Hallo Kevin. Hallo. Hallo Community. Heute geht es um unser Projektauto, den Corsa. Wie ihr in den vergangenen Folgen jetzt gesehen habt, haben wir da jetzt so ein bisschen was auch dran getan. Heute geht es primär ums Thema Polieren mittels der Poliermaschine. Und dieses Video richtet sich primär an Anfänger. Ich möchte jetzt hier nicht, dass sich die Aufbereiter und Profis dieses Video anschauen und nach Fehlern suchen. Grundsätzlich bin ich für konstruktive Kritik, bin ich gerne zu haben, aber die Geschichte ist so in der Vergangenheit so ein bisschen abgedriftet. Also deswegen primär für Anfänger. Und Anfänger, da fällt mir ein, du hast es selber erlebt, Kevin, wir waren auf der Essener Motorshow, war ich da beratend am Liquid Elements Stand tätig, habe da so ein paar Sachen ja, vorgeführt, ein paar Neuerungen vorgeführt etc. Und es kam halt von der Community auch immer wieder so die Frage auf, welches Pad nutze ich, welche Maschine soll ich nutzen, soll ich die T3000 nehmen, die T2000, die T5000, die unterschiedlichen Maschinen, die unterschiedlichen Pads. Dann wurde ich immer und immer wieder von nahezu jedem gefragt, was nutze ich für eine Politur. Und da versuche ich euch heute mal so einen kleinen roten Faden vielleicht mitzugeben. Ja, so ganz nach dem Motto, willkommen im Politur, Polierpad und Poliermaschinen-Dschungel. Grundsätzlich erstmal, jeder Lack ist unterschiedlich. Ja? Jeder Lack ist anders. Es gibt unterschiedliche Lackhärten, harten Lack, weichen Lack, UHS-Lacke. Die Klarlackschicht ist manchmal sehr dick, manchmal sehr dünn. Dünn erinnere ich mich so an den Mini. Ja? Die haben einen relativ dünnen Lack. Es gibt starke Lackdefekte, es gibt Hologramme, es gibt Swirls und, und. Also jeder Lack ist wirklich irgendwo anders. Und ich bringe euch jetzt mal so ein paar Produkte einfach bei und es gibt nachher so ein paar Grundregeln. Wenn wir diese Grundregeln betrachten, dann sollte das mit dem ersten Testspot und den ersten Polierversuchen ganz gut funktionieren. Also es gibt drei unterschiedliche Arten quasi von Poliermaschinen. Es gibt Rotationspoliermaschinen, es gibt Exzenter-Poliermaschinen und es gibt die Exzenter-Poliermaschinen mit Zwangsrotation. Wie ich ja gerade schon sagte, hat jeder Lack so seine Eigenschaft und jeder Lack unterschiedliche Lackdefekte. Ja, es würde also, ja, wie man so schön sagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn wir uns jetzt bei ganz leichten Hologrammen ja, uns sofort eine Schleifpolitur mit einem ultraharten Pad und einem Rotationspolierer uns schnappen würden und damit anfangen würden, den Lack zu polieren. Das heißt, kommen wir mal zur ersten Grundregel. Wir brauchen die richtige Kombination aus Maschine, Pad und der Politur. Wenn wir diese Kombination gefunden haben, können wir damit ein ganz gutes Ergebnis erzielen. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen hier aus meinen Schubladen, hier aus meinen heiligen Hallen ausgeräumt und wir schnappen uns mal die erste Poliermaschine. Das ist jetzt hier die T4000 von Liquid Elements. Ist mit eines meiner Lieblingsmaschinen, weil die hat schon so ein paar Vorteile. Ich finde die von der Haptik immer noch super. Passt mir einfach mit meinen großen Fingern. Ich habe jetzt hier einen 125er Stützzeller montiert. Das ist auch so eher mein Ding. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. Das ist eine reine Exzenter-Poliermaschine mit einem sehr, sehr großen Hub. Der Hub definiert sich hier in dieser exzentrischen Bewegung. Quasi komme ich dann hier auf 21 mm. Ist relativ viel. Es gibt Maschinen, Exzenter-Maschinen, die haben dann nur 9 mm Hub. Ja. Kann ich so einem Anfänger erstmal empfehlen. Ja. Die Alternative dazu wäre die T3000 mit einem etwas geringeren Hub. So, also grundsätzlich schon mal für Anfänger geeignet. Jetzt kommen wir mal zu den Pads. Ihr seht das hier schon so ein bisschen aufgebaut, unterschiedliche Pads, nicht nur von Liquid Elements, sondern auch noch andere Pads, einfach auch zum Vorführen. Die habe ich hier so zum Testen auch. Wir gehen mal auf die Schleifpads ein. Schleifpads, erstmal das aggressivste, was es so gibt, ist erstmal Wolle. Das ist die Perücke deiner Oma, ne? Genau, das ist die Perücke meiner Oma. Ich setze mal kurz auf, passt nicht. Nee, Spaß beiseite. Durch die ganzen feinen Fasern hat diese Wolle halt die Möglichkeit, ganz, ganz viel Politur aufzunehmen. Ja? Deswegen Thema Pad Primen, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja? Also viel Oberfläche, viel Politur. Ähnlich ist es mit den Yeti Pads von Liquid Elements, hier in 125 mm. Ist ein gebrauchtes Pad, bitte nicht meckern. Hier haben wir das Ganze neu.
auch eben halt durch diese Mikrofasern habe ich eine vergrößerte Oberfläche und kann somit relativ viel Politur aufnehmen. Die sind sehr bissig, sehr aggressiv, mal so in der Reihenfolge aufgebaut. Dann haben wir unsere normalen Schaumstoffpads. In dem Fall jetzt hier ein Schleifpad von Liquid Elements, das ist das Burgundi-Pad, der Pad Man. Ein Pad definiert sich übrigens nicht nur in der Stauchhärte von seiner Abrasivität, sondern ich mache es ganz gerne ganz so, dass ich mir mit den Pads, den unterschiedlichen Pads, einmal hier so über den Handrücken streiche. Und dann merkt man schon, hey, das ist richtig scharf und bissig und das hier ist schon ein bisschen zarter und das hier ist eigentlich ganz weich. Also nicht nur die Stauchhärte, sondern auch die Porenstruktur ist ausschlaggebend dafür, ob so ein Pad abrasiv ist oder eher smooth. So, Schleifgeschichten. Die Medium Pads, hier auch wieder der Padman von Liquid Elements. Das ist hier so ein No-Name Pad und hier haben wir das Sentry Force Pad von Liquid Elements. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch die sehr, sehr weichen und zarten Finish Pads, ja, hier in Gelb jetzt ausgebildet, ist auch wieder Sentry Force und Padman. So, jetzt gehen wir mal auf die Polituren ein. Das ist nämlich eine interessante Geschichte. Ich werde immer wieder gefragt, darauf angesprochen, dass die Leute sich dann so ein burgundifarbenes Pad holen mit einer hohen Schleifleistung und haben starke Lackdefekte und nehmen sich dann so eine Menserna 400, starten damit, haben anfänglich sehr, sehr viel Erfolg damit, kriegen die ersten Kratzer beseitigt und nach 10 cm kommt auf einmal ja, so eine leichte Enttäuschung auf, weil die Schleifleistung einfach nicht mehr da ist. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, diese Politur von Menserna, das ist die 400er hier, ist so ausgelegt, dass anfänglich, was quatsche ich hier eigentlich, wir gehen mal zur Tafel. Die Menserna 400, die hat ein relativ großes Schleifkorn anfänglich, welches sich im Politurvorgang immer weiter zerlegt. Das ist einfach der Vorteil jetzt, dass ich mit dieser Politur anfänglich einen sehr, sehr starken Cut habe und dann aber direkt schon in den Finish-Bereich fahre. Ja, und kann dann im Anschluss quasi die 3500er benutzen. Man sieht es auch hier dran. Ne? Wer lesen kann und Bilder gucken kann, ist klar im Vorteil. Step 1, 2 und 3 mit inbegriffen, weil sich dieses Polierkorn, wie gerade beschrieben, zerlegt. Und im Anschluss kann ich dann schon die 3500er nehmen. Das ist das nennt man im Fachjargon dann DAT-Politur. Anders ist das bei den sogenannten SMAT-Polituren. Super Micro Abrasive Technology. Zum Beispiel die Meguiar's 105, da bleibt dieses Polierkorn die ganze Zeit gleich und erhalten, nahezu gleich und erhalten. Ja. Das heißt, ich habe eine längere Schleifwirkung, muss aber, bin dann gezwungen, so einen Medium-Schritt noch durchzuführen. Ähnlich ist das hier zum Beispiel bei der Heavy Cut 1100 oder bei der 1000, das ist auch nochmal ein Unterschied. Die 1100, die ist speziell ausgelegt, um so Wollgeschichten zu fahren. Da bleibt das Polierkorn lange erhalten und zerlegt sich nicht. Also da müsst ihr so ein bisschen drauf achten auf die Geschichte. Zerlegt sich das Polierkorn oder zerlegt es sich nicht bei den Schlafpolituren? Ja? Hätte ich eine Frage. Hättest du eine Frage? Macht es dann nicht Sinn, immer mit einer 4000er, ach beziehungsweise 400er zu starten, beziehungsweise dann die mittlere Variante auszulassen? Nein, wir wollen ja grundsätzlich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also wir wollen ja den Lackabtrag so gering wie möglich haben. Mhm. Ja? Und starten wir jetzt mit einer 400er und einem scharfen Pad, laufen wir einfach Gefahr, dass wir viel zu viel Lack runternehmen. Okay. Ja. Ja. Ihr müsst dann einfach schauen, welche Politur mit welchem Pad und welcher Maschine ist jetzt hier einfach notwendig. Ja? Die Medium-Geschichte, das ist quasi so der Bereich, wo ihr eigentlich startet. Ihr nehmt euch für einen Testspot, nehmt ihr euch ein Medium-Pad. Hier, Stauchhärte, Medium, ist nicht ganz so super scharf zur Haut, das heißt die Poren sind ein bisschen feiner. Dann nehmt ihr euch eine Medium-Politur, das wäre jetzt in dem Fall eine Menserna 2500 oder so eine Kochchemie-Feinschleifpaste und startet mit einer Exzentermaschine mal so einen Testspot. Ihr fahrt diesen Testspot und nach dem vernünftigen, ordnungsgemäßen Kreuzgang
könnt ihr dann entscheiden, seid ihr in so einem Entscheidungsfeld und könnt dann sagen, hey, das Ergebnis reicht mir so, da sind noch minimal so ein paar Gebrauchsspuren drin, oder hey, das Ergebnis ist schon richtig gut, das reicht mir so, oder das bringt noch nichts, die Lackdefekte, Kratzer etc. Sind noch so weit vorhanden, ich fahre jetzt nochmal einen zweiten Durchgang. Grundsätzlich empfehle ich immer einen zweiten Durchgang nochmal zu fahren im Testspot, und wenn ihr damit immer noch nicht zufrieden seid, dann nehmt ihr erstmal, Achtung, jetzt aufpassen, nicht direkt ein ganz anderes System. Wir rutschen nicht direkt von der Medium-Politur in die Schleifpolitur, sondern wir nehmen dann erstmal ein schärferes Pad mit derselben Politur. Das kann schon eine Veränderung bewirken. Eine Veränderung so weit, dass ihr sagt, hey, damit bin ich zufrieden. So nutzen wir das. Sollte die Geschichte Medium-Politur, scharfes Pad nicht ausreichen, dann wechsle ich die Politur und sage dann, okay, ich versuche es jetzt mit einer 400er, die anfänglich erstmal eine aggressive Schleifleistung hat, wo das Korn dann dementsprechend sich verändert und Richtung Finish-Bereich. Ich bin auf der Essener Motorschau auch des Öfteren gefragt worden, ob man so ein Fahrzeug, ob das nicht reichen würde, einfach scharfes Pad Menserna 400 einstufig zu fahren. Das ist immer so die Sache. Ich bin der Meinung, so habe ich festgestellt, gerade bei dunklen Lacken, hinterlässt ein scharfes Pad mit der Menserna 400 immer noch so ein Grauschleier. Ja? Ich bin da kein Freund von, ich bin Maximalist, und wenn ich mir schon die Arbeit mache, so ein Fahrzeug reinige, entfette, bis zum geht nicht mehr wasche, ja, knete, alles abklebe, anfange zu polieren, dann nutze ich auch wirklich alle Waffen, die ich habe, und fahre dann mein komplettes Repertoire auf, dass ich alle Kratzer entferne, so weitestgehend, wie mir das möglich ist, vielleicht noch eine Medium-Politur fahre und eine Hochglanzpolitur. Wenn ihr dann im Anschluss mit dem Ergebnis soweit zufrieden seid und dann habt ihr euer Probierstück, euren Testspot quasi dafür genutzt, um herauszufinden, wie hart ist mein Lack, wie weich ist mein Lack, was für ein Pad brauche ich, was für eine Politur brauche ich, und die Maschine quasi habe ich euch jetzt vorgegeben, ist natürlich euch überlassen, ob ihr eine Maschine mit einer reinen Exzentermaschine benutzt oder eine Maschine mit Zwangsrotation. Ja. Bei den Maschinen sieht es so aus, Zwangsrotation ja oder nein. Das kommt auch immer so ein bisschen darauf an. Nutze ich jetzt zum Beispiel im schlechtesten Fall eine Maschine mit Zwangsrotation und nehme eine Menserna 400 mit einem scharfen Pad, kann ich die Maschine 20 x 20 cm fahren. Das Polierkorn hat sich durch diese hohe Abrasivität, ja, man muss sich vorstellen, die Exzentermaschine mit Zwangsrotation, die mimt ja nicht nur eine Handpolitur nach durch die exzentrische Bewegung, sondern dreht sich dabei auch noch kräftig. Das heißt, Polierkorn ist nach kurzer Zeit schon so zermahlen, da kann ich dann einfach nichts mehr mit reißen. Ne? Wenn ich schon eine Maschine mit Zwangsrotation nutze und im scharfen Pad, dann muss es sich auch dementsprechend lohnen. Dann brauche ich schon richtig Lackdefekte, dann muss ich schnell eine Leistung abrufen können. Sprich, dann brauche ich eine Politur, die zum Beispiel die Heavy Cut 1000, wo sich das Polierkorn nicht so zerlegt, wo ich dementsprechend dann länger fahren kann. Ja, kommen wir mal zu so ein paar Grundregeln. So ein paar Grundregeln, habe ich ja gerade schon gesagt, Grundregel Nummer 1 war die richtige Kombination aus Maschine, Pad und Politur. Grundregel Nummer 2 wäre die Poliertechnik. Ja, gestaltet sich aus Druck, Geschwindigkeit und Kreuzstrich. Grundsätzlich sollte man so eine Politur und so ein Pad ja auch arbeiten lassen. Das heißt, es bringt also nichts, die Politur und das Pad so weit zu zerquetschen, so viel Druck aufzubauen. Erstmal ist es fürchterlich anstrengend und zweitens, ihr tut euch damit ja keinen Gefallen. Ja, es entsteht eine viel zu große Wärmeentwicklung, die Politur trocknet zu schnell aus und das Polierergebnis ist dann dementsprechend nicht so gut. Da müsst ihr euch einfach so ein bisschen rantasten. Grundregel Nummer 3, ich weiß, Kevin, für dich ist das fürchterlich schwierig, für mich auch, beim Polieren Kabel über die Schulter legen. Es ist in vielen, vielen Videos schon angesprochen worden, aber wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat und sich so ein Kabel über den Lack gezogen hat, es gibt fürchterliche Striemen, Kratzer, und ihr wollt ja nicht mehr kaputt machen, ihr wollt ja eigentlich was reparieren mit der Politur. Nächste Sache ist, keine Angst, ich mache jetzt nicht meine Hose auf oder sonstiges, ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe mir mit einem Gürtel
mal so einen richtig schönen Kratzer beim Polieren, beim Dachpolieren ins Auto gefahren. Passt da so ein bisschen auf Ringe, ja, auf Uhren, ja, Schmuck, den er sonst so an euch tragt. Ja. Gürtel, auch Jeanshose mit so Nieten. Ich habe heute extra eine Jeanshose angezogen. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, müsst ihr so ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Das war Grundregel Nummer 3. Nummer 4 ist der Arbeitsschutz. Beim Polieren Handschuhe. Ich weiß, in den vergangenen Videos war es so ein bisschen strittig gewesen. Ja, der Thomas hat keine Handschuhe angezogen. Denkt mal drüber nach, vielleicht hatte das auch einen Grund. Handschuh. Ich nutze Oropax. Ich weiß nicht, was euch da, sag ich mal, so vorschwebt. Es gibt Leute, die setzen sich, so wie Kevin jetzt gerade aufhat, so ein paar Mickey Mäuse auf und lauscht meinen Tönen. Ihr könnt euch dann natürlich auch ein bisschen Musik aufspielen. Das ist natürlich euch überlassen. Nur wenn ich mir überlege, ich poliere so ein Fahrzeug 6, 7, 8 Stunden, vielleicht auch mal 20 Stunden. Oder wenn ich es richtig defektfrei haben möchte, High-End, sitzt man an so einem Auto auch mal 30 Stunden dran. Tut euch selbst den Gefallen. Eure Ohren, die geben euch nicht sofort Rückmeldung, sondern diese Rückmeldung kommt dann nach Jahrzehnten, dass ihr auf einmal nicht mehr so eine Hörleistung habt. Ja, tut euch den Gefallen, packt euch ein paar Oropax rein. Ein paar Mickey Mäuse aufsetzen. Wie heißen die eigentlich wirklich, Kevin? Heißen die Mickey Mäuse? Nee. On ear. On ear? On ear Kopfhörer. On ear Kopfhörer. Oder einfach einen adäquaten Gehörschutz. Beim Polieren sagt man in geschlossenen Räumen Atemschutz tragen. Ja, so eine FFP3-Maske irgendwie, das wäre sinnvoll. Wir haben jetzt hier das Glück, das ist eine sehr, sehr luftdurchflutete Halle bei der Staubbildung. Ihr solltet den Staub beim Polieren halt nicht einatmen. Ja? Nächster spannender Punkt, ihr habt es wahrscheinlich in dem vergangenen Video gesehen, ich prime mir mein Pad immer ordentlich. Pad primen heißt, ich setze mir nicht anfänglich 4 Pünktchen hier drauf, 4 Erbsen und meine dann, ich könnte damit jetzt einen halben Kotflügel polieren, sondern wenn das Pad frisch ist, sprich noch nicht mit Politur Kontakt hatte, gebe ich mir erstmal eine ordentliche Ladung darauf und prime mein Pad mit der Politur. Das heißt, ich reibe die Politur einmal richtig anfänglich hier rein. Natürlich ist da erstmal zu viel Politur drauf, aber ihr werdet nachher sehen, wofür es eigentlich sinnvoll ist und wofür man es braucht. Im Anschluss gebe ich mir dann 4, 5 kleine Erbsen hier drauf und starte dann erstmal einen Poliervorgang. Die 6. und mit eines auch der wichtigsten Grundregeln ist, dass ihr die Polituren durchfahrt. Ich schnappe mir jetzt mal wieder die Mansana 400. Wie gerade schon bereits erklärt, zerlegt sich dieses Polierkorn. Wenn ich jetzt, wir gehen nochmal zur weißen Tafel, Start, Ende. Wenn ich jetzt hier starte meinen Poliervorgang und meine, jetzt hier aufhören zu müssen, habe ich irgendwo eine Körnung erreicht, die quasi nicht ausreicht oder anders definiert, die Korngröße, der Schleifbild auf dem Lack ist immer noch so, dass es nicht ausreicht, mit der Mansana 3500 oder einer Finish-Politur diese Schleifspuren der Mansana 400 zu entfernen. Deswegen ist es sinnvoll und ein Muss, dass diese Politur von Anfang bis Ende durchgefahren wird. Dieses Durchfahren erkennt ihr daran, wenn die Politur so richtig durchsichtig wird, wie so ein Silikon, was auf dem Lack liegt. Die 7. und wichtigste Grundregel ist, ich sage immer, ist alles wichtig eigentlich, ne? Sind ja alle Punkte wichtig, ist, dass ihr das Pad zwischendurch mal wechselt. Ja? Ich habe es auf der Essener Motorshow auch wieder erlebt, dass die Leute sich dann eine Poliermaschine mitnehmen, nach erfolgreicher Beratung, die waren glücklich und zufrieden, haben dann aber auch so ein bisschen auf den Geldbeutel geguckt und sagten dann, hey, so ein Pad kostet 7 Euro, 8 Euro, nee, ich nehme mal nur eins mit. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ihr fangt an, vorne rechts am Kotflügel, arbeitet euch den Kotflügel entlang Richtung Tür und stellt dann fest, hey, jetzt funktioniert das irgendwie nicht mehr so. Ich habe mir doch einen Testspot gemacht und es hat gut geklappt. Ihr verzweifelt so ein bisschen daran. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr habt jetzt hier Politur drin in dem Pad nach Politur des Kotflügels, an dem Beispiel gerade. Und diese Politur, die wird warm, die zerlegt sich, die Poren im Pad verstopfen immer weiter und das Pad setzt sich einfach zu. Das setzt sich zu mit getrockneter Politur, abgetragenem Lack und, und. Und dann habt ihr nicht mehr diese Schleifbelastung.
Ich gehe dann her, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt euch eine Bürste und bürstet das Pad regelmäßig auf. Da passiert dem Pad auch nichts. Das zerpflückt sich nicht, das reißt nicht oder sonstiges. Ihr bürstet quasi in einen Eimer, am besten mit Wasser benetzen, in einen Eimer, bürstet ihr euch das Pad mal ordentlich aus, startet dann weiter. Oder ihr wascht es aus zwischendurch. Oder um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, nehmt ihr dann ein frisches Pad. Meistens braucht man für so ein Fahrzeug, also ich sage jetzt mal anderthalb Bauteile, ist so ein Pad eigentlich gesättigt. Und dann sollte man es wechseln. Ja. Sprich, 5, 6, 7 Pads pro Fahrzeug ist eigentlich ein Muss. Ja, zwischendurch immer mal ausstreichen, anderthalb, zwei Bauteile, Pad wechseln. Grundregel Nummer 8, Licht. Ohne gescheites Licht ist es nahezu unmöglich, ein gutes Lackergebnis zu produzieren. Ob ihr da jetzt im Baumarkt euch so Baumarktstrahler holt, ob ihr jetzt ein bisschen Geld investiert in so eine Scan Grip, ob ihr eine leistungsfähige Taschenlampe nutzt, das ist euch überlassen. Da möchte ich euch auch nicht reinfuschen. Ich kann euch nur empfehlen, Licht ist das A und O bei der Lackaufbereitung. Das war's mit den Grundregeln. Wir kümmern uns jetzt mal um einen sogenannten Testspot. Ja, wie gerade schon beschrieben, fahren wir jetzt erstmal einmal einen Testspot. Ich habe schon mal so ein paar Sachen bereitgelegt und mir eine Testfläche abgeklebt. Und die Geschichte sieht jetzt folgendermaßen aus. 2,5 Menserna als Medium-Politur. Was ihr da effektiv nehmt, ist völlig egal. Eine Bürste zum Ausbürsten, eine Excenta-Maschine, in dem Fall die T4000 mit 21 mm Hub, ein Medium-Pad. Und ihr seht hier schon, ich habe mir eine kleine Markierung gemacht, damit ich sehe, dass der Stützteller nicht nur zur exzentrischen Bewegung, sondern auch noch eine rotative Bewegung mitmacht. Da solltet ihr darauf achten, dass sich dieser Stützteller dann oder das Pad immer dreht. Ich nehme jetzt hier ein Mikrofasertuch, das Blue Breeze. Das schütten wir vorher mal kräftig aus. Wie ich früher mal gesagt habe, einmal richtig durchverprügeln und natürlich auch der Arbeitsschutz. Handschuhe und Oropax. Wie ihr Oropax anwendet, das braucht ihr euch jetzt nicht angucken. Vorher richtig durchgeschüttelt. Die Geschichte nennt sich jetzt hier Pad Primen, wie gerade schon angesprochen. Ja, wie wir gesehen haben, handelt es sich hierbei bei der Lackoberfläche um ja, so eine Mattierung. Diese Mattierung ist entstanden einfach durch Millionen von kleinen Kratzern. Wir werden jetzt gleich den Unterschied sehen. Wie gesagt, probieren jetzt erstmal anhand des Testspots, probieren wir unser Polierverfahren aus, sprich unsere Kombination, ob das soweit passt oder ob wir was verändern müssen. Im ersten Schritt verteile ich erstmal die Politur auf dem gesamten Testspot und fahre den in Stufe 1 mit ohne Druck, mit einer ganz geringen Drehzahl, wird die Politur erstmal einmal verteilt. Im Anschluss, jetzt bei der Maschine, ich kenne die ja halt wie meine linke Westentasche, fahre ich die so auf Stufe 3 oder 4, fahre ich die Politur ein und ja, bis zum Ende durch fahre ich die dann bei voller Stufe, auch wieder ohne Druck. Es reicht aus, ich habe ja vorhin die Geschichte angesprochen, dass man dann nicht drücken muss wie ein Ochse. Es reicht aus, im Prinzip das Maschinengewicht von circa 1,5-2 Kilo, das Pad, Politur auf dem Lack arbeiten können. So. Stufe 1 und los geht's. Tut euch selber eingefallen, ein kleiner Trick dabei noch,
lass die Maschine, schalte die Maschine auf dem Lack aus. Ja? Also sprich, wenn das Pad noch Kontakt zum Lack hat. Was grundsätzlich alle Poliermaschinen nicht so gut leiden können, ist, wenn man die so frei drehen lässt. Ich habe es jetzt hier einfach mal exemplarisch vorgeführt. Das mögen die Lager einfach der Maschinen nicht. Die sind nicht dafür ausgelegt, dass sie so exorbitant beschleunigt werden. Ja. Ja, dann gucken wir mal, was unser Testspot hier sagt. Ihr seht jetzt hier ganz schön, hier hat sich jetzt so einiges an zerstörter Politur und abgetragenen Lack reingelegt. Das machen wir nachher sauber. So, man sieht jetzt hier noch, sind noch so ein paar tiefere Geschichten drin. Ja, hier ist noch so ein kleiner Waschkratzer drin. Hier oben haben wir noch so ein bisschen was. Ich weiß, es ist silberner Lack. Wir hätten uns das Testfahrzeug hier auch ganz gerne irgendwie in einer dunklen Farbe gewünscht. Man muss nehmen, was man hat. Silbernes Fahrzeug ist eh schwierig zu erkennen. Für meinen Geschmack ist das hier schon wirklich jetzt sehr, sehr gut und wir bleiben im Prinzip bei dieser einfachen Einstufengeschichte. Man könnte jetzt im Anschluss, wer es wirklich perfekt haben möchte, könnte man im Anschluss jetzt noch so eine Hochglanzpolitur, so eine Finish-Politur nutzen wie Menserna 3500 oder für Showcars, naja, lass uns nicht drüber reden, Showcar 3800er nehmen. Ja. Ja. Ist euch überlassen, ihr müsst quasi wissen, ich möchte euch nur das Fingerspitzengefühl dafür verleihen, ihr müsst wissen, was ihr haben wollt. Ja. Für mich, für meinen Geschmack, reicht mir das jetzt hier so vollkommen aus. Ich nehme das Klebeband einmal ab und dann könnt ihr mal schauen. So, Ergebnis spricht für sich. Ich finde das so sehr gut. Das heißt, wir haben euch die Geschichte schon mal auf dem richtigen Weg beigebracht. Für dieses Fahrzeug haben wir jetzt festgestellt, reicht ein Medium-Pad, eine Medium-Politur und eine Excenta-Maschine. Bei stärkeren Lackdefekten oder wenn ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, würde ich erstmal dazu raten, dann ein schärferes Pad zu nutzen. Mit derselben Politur, mit derselben Maschine. Immer nur eine Veränderung reinbringen. Sprich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, welche Maschine, ne? Excenta-Maschine, Rotationsmaschine oder Excenta-Maschine mit Zwangsrotation zur Auswahl, Nummer 1. Nummer 2, das richtige Pad auswählen, ne? Schleifpad oder Wolle, Medium-Pad oder Finish-Pad. Nächste Geschichte, Schleifpolitur, Medium-Politur, Hochglanzpolitur. Ne? Diese drei Kategorien haben wir zur Auswahl und wie gesagt, da anfangen einfach mit einem Testspot, Medium-Pad, Excenta-Maschine, Medium-Politur und dann eine Geschichte nur verändern, wenn ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid. Wir haben jetzt hier Glück gehabt, wusste ich natürlich auch, war ein Bauchgefühl, silberner Lack, ist weicher Opel-Lack, was man da ungefähr braucht. So, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in die Polierwelt verschaffen, in dieses große Mysterium Maschinen polieren mit der heutzutage riesen Auswahl an Pads, Maschinen und Polituren. So als kleiner roter Faden, beachtet einfach diese Handvoll Grundregeln und ihr kommt da ganz gut durch. Bis dahin, tschüss! Polieren. Auftragen. Polieren. Nochmal winken.